Hallo und herzlich willkommen und falls ihr gerade zufälligerweise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist, das ist mal wieder Blödsinn mit Basti. Moin. So, diesmal haben wir gedacht, wir haben Schnauze voll von Zombies. Deswegen machen wir was, was die Zombies vielleicht früher gemacht haben, als sie noch am Leben waren, nämlich im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Und das bei War Thunder. Dann... Yay. Yeah. Dann fangen wir gleich mal an, was? Klar, klar. Machst dich bereit? Bereit. Na dann, 3, 2, 1, engage. Ach, bei dem einen Mitspieler hier auch immer fast ihn einfach gesprengt. Der Idiot konnte, der hat immer Vollgas gegeben und ist einfach durch die Gegend geeiert und eingerammt und alles im Kram. Ah, oh, sowas nervt, ja. Der konnte überhaupt nicht mit der Steuerung umgehen. Ja. So. Sehe ich dich irgendwie? Ja, du bist... Da hinten, du bist grün. Ja. Aber eine Sache... Oh, das ist richtig geil. Mit dem Schnee ist das Terraforming... So, bin ich schneller. Mit dem Schnee ist das Terraforming noch wesentlich geiler. Oh, ist das geil. Oh, wunderschön. Tokyo Drift. Fahren wir einfach den Weg entlang, oder? Ich hab nur einen kurzen Donut gedreht. Also wir müssen ja rechts zur A hin, ne? Ja. So, also meine Framerate ist runter auf 30 beim Aufnehmen und ich merke gerade, was das für ein riesiger Unterschied ist. Ja, 30 ist ja nicht so schlimm. 30 ist nicht schlimm, aber ich merke jetzt gerade, was das für ein krasser Unterschied ist zu meinem normalen Gameplay. Ist meistens so bei 60, 70 Frames und dann auf 30 runter, war jetzt schon ganz schön krass. Oh, aber das sieht so geil aus, durch den Schnee zu fahren, ey, ich liebe es. Ich sehe nur, ist das eine Eisfläche, wo man einbrechen kann? Mal rüberfahren. Ja. Das oh! Wo kam denn der her? Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Einfach keine Vorfahrt gelassen. Dort ein bisschen festgefahren. So, na dann mal auf zur Brücke. Kann Panzer schwimmen? Panzer können... du kannst es ja mal ausprobieren. Also man kann den Leopard 2 ja als fahrendes U-Boot benutzen, solange das... Wasser nicht tiefer ist als 7 Meter. Ui. Ein Crusader. Hallo. Achso, das sind Feinde. Und weil sie hier stehen, so seitlich, weil sie es im Film immer so sehen. Ja. Ja. So. Dann zoomen wir. Ja, da ist doch ein Feind. Ich krieg irgendwie gerade keinen ins Visier. Ja, ich dreh, ich fahr auch noch ein Stück weiter. Achtung, ich fahr vor dir lang. Mal gucken, ob Panzerfallen mich stoppen. Scheinbar nicht. Die sind ja nur das Holz. Das war die 8-8. Fahren wir mal vor, wa? Ja. Ich wollte gerade sagen, Arsch hoch Amerika, aber wir sind ja nicht die Amerikaner. Irgendwo habe ich noch eben Gegner gesehen. Das finde ich mal lustig bei einem Zweiten Weltkriegsstrategiespiel, das ich hatte. Da, wenn du die Deutschen angegriffen hast, dann haben sie meistens gebrüllt, die Amerikaner! Selbst wenn du die Russen warst. So, mal sehen, wie gut mein Panzer schwimmen kann. Lass mich nicht alleine. Ich bin arschlahm im Wasser. Oh, Panzer von links, Panzer von links. Dem zeige ich mal hier russische Meistertaktiken. Ich fahre mir mit. Zwei Stück sind da, ne? Einer ist jetzt noch rechts von dir, kommt hinter dir. Okay. Uiuiuiui, die haben mich schon gesehen. Dreh dich, Mann. Schade. Überhaupt nichts gebracht. Ich komme dir ein bisschen zur Unterstützung natürlich. Scheiße, scheiße, der legt sich hier mit mir an. Ah, wir kuscheln. Schade. Ich habe hier gerade versucht, einen
bisschen mit meinem Panzer zu Sumo ringen. Ah, fuck, der war schlecht, der Treffer. Ich sehe nichts, ich stehe am Gras und schieße nur nach grün. Oh, da kommt ja einer zu mir hin direkt. Macht's spannender, wenn's. Friendly Fire macht alles spannender. Ich hab nicht gesagt, dass ich dich abschieße. Versucht es, Friendly Fire. Oh, geleckt, ich wurde nach hinten versetzt. Das habe ich in dem Spiel häufiger mal. Ja, manchmal. So einen kleinen Leck. Alles kann ich kaputt fahren, nur nicht dieses Flugzeugteil. Ich bin äußerst enttäuscht. Tja. Gib Gas. Ich geb doch Gas. Nicht du. Okay. Oh, ich glaube, das war eine dämliche Idee. Ja, das war eine dämliche Idee. Upsala. Uiuiui. Ah. Was hast du denn da? Ich hab's überlebt. Gerade noch so. Du weißt schon, dass ich dir der komme, ne? Ja. Besser gesagt, du versuchst es. Oh oh. ja. So, dann zieh ich mal. Ja, warte mal. Wieso ist es jetzt schon wieder gelöst? Ich glaube, ich muss drückt halten, oder? Nee, du musst nur einmal drücken, um dich bereit zu machen und ich drücke. Okay. Nein, du musst drücken, du bist. Genau, jetzt. Ah, jetzt bin ich bereit. Und jetzt zieh ich mal in die Richtung hier. Nee, das wird nicht. Du musst mich schon drehen. Warte. Warte kurz. Okay, fahre ich in die Richtung. Mal sehen, ob das es wird. Das wird irgendwie nicht. Na, dann lass mich hier liegen. Ja, ich guck mal, was ich noch so alles Lustiges mit dir anstellen kann. Schade, ich kann nicht schießen, das wäre lustig. Ja. Das macht irgendwie gerade richtig Spaß. Ja, ja, tob dich aus. Naja, du kannst ins Menü gehen und sagen Abandoned Vehicle, dann steigst du aus dem Panzer aus. Was bitte? Ich glaube, wenn du Escape drückst ins Menü, dann kannst du sagen Fahrzeug verlassen und dann. Ja. Ich kannst du 3 Sterne für bekommen. Yeah. Dann steige ich mal in den anderen ein und komme wieder hinterher. Jetzt ist der einfach geplatzt. So, ja, wir sind bei A. Das heißt, es gibt wohl eine kleine Stadtschlacht. Wuhu. Liegt vielleicht daran, dass ich einen besseren Panzer habe als du. Ups. Haha. Da bin ich so eitel und fahre einfach gegen Stein gegen. Lass du mich mal nicht aus, ich fahre dir gleich hinten rein, du kleine Blechbüchse. Ein Stein. Ich komm rüber. Fall dich wieder um. Hab's geschafft. Also nicht das Umfallen. Ja. Also, ich muss mal gucken. Irgendwie stand da was von Custom Patterns, also ich habe im Customization-Menü, also im Anfangsmenü, was von Custom Patterns gesehen. Das heißt, kann man sich die eigene Farbpatterns erstellen? Weil wenn ja... Yay, dann gibt's einen scheiß einfach Pattern. Ja, oder ich fahre mit einem rosanen Panzer in die Schlacht. Könnte trotzdem scheiße einfach sein. Oh, ich habe scheinbar gerade ein Haus eingerissen. Cool. Scheiße einfach Girly Edition. Wo bist du eigentlich? Ich fahre gerade durch das Haus hier hinter dir. Ach du Heilige. Ich sehe nur, wie das Haus ein Stück zusammenbricht. In was für eine Engine ist dieses Spiel eigentlich gemacht? Da habe ich keine Ahnung. Da habe ich nie nachgeguckt. Ja. Es gibt ja nur ein paar Engines, die Zerstörungsphysik richtig gut können. Und ich muss mal sagen, das hier sieht nicht aus wie Frostbite. Also könnte es ja nur noch... rein theoretisch nur noch CryEngine sein. Kann man ja bei Gelegenheit mal nachgucken. Oder
Oder ich weiß nicht. Oder wie steht's eigentlich mit Zerstörungsphysik in der Unreal Engine? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Boah. Was macht denn mein Panzer? Schrott gehen. Ah, Hilfe! Da hat gerade einer meinen gesamten Bewegungsapparat ausgeschaltet. Der hat mein Panzer ist gerade sehr schlecht. Der hat da in der Ecke gehockt und hat mir den Motor zerballert und dann hat er meine Crew mit einem Schuss nach dem anderen ausgeschaltet. Ich drifte mal wieder, wie immer. Fahr mir nicht in den Drift rein, du hast voll meine Punktekette unterbrochen. Ich wollte mal gucken, ob man das so machen kann, dass ich dann synchron zu dir drifte, ohne dass wir es berühren. Das wäre cool gewesen, aber dann hätten wir wieder viele, warte, wie war das bei Need for Speed? Hätten wir viele Neider gehabt. Das sind doch nur die Neider. Ach, Quatsch. Und was hat er noch gesagt? Ich meine, Hashtag Underground 2015 oder so? Keine Ahnung. Das war, also der Dialog in dem Spiel war schon etwas unter aller Sau. Ich mag keine einheimischen Häuser. Tod allen Einheimischen. Ich wollte gerade in das einheimische Haus reinfahren, Mensch. Sag das doch. Okay, das ist scheinbar recht fester Lehm. Sehr fester Lehm. Zu fest für einen Panzerzerstörer. Na komm. Na gut, im Vergleich zu meinem Panzer 3 ist der hier auch recht langsam. Ah, doch, die Wand habe ich angekratzt. Ich guck nach hinten und du, langsam stürzt ein. Die Wand. Langsam stürzt ein. Yeah! Ich soll den Abrissunternehmen aufmachen. Haben Sie arabische Häuser? Die reißen wir ab. Oder was ist das? Wo sind wir hier eigentlich nochmal? Tunesien. Tunesien, okay, ja, sind's ja arabische Häuser. Stein ist im Umfallen. Schade, nicht geschafft. Oh, meine Kette hat schon gelitten. Das geht mir auf die Ketten. Hahaha. Ja, du kennst mich doch. Oh, jetzt fährt er schon weg, bevor ich ihn runterschieben kann. Na komm, Hilde, fahr zu. Ja, so ist das. Mein Panzerzerstörer heißt Hilde, mein Panzer 3 heißt Sabine. Trude. Das ist Trude. Es ist ja tatsächlich so, es gibt ja die Suzuki Intruder, das ist dieser Serienchopper, den die haben. Und die Leute, die eine Intruder fahren, nennen ihr Motorrad tatsächlich Trude. Und da denke ich mir so, das ist das Letzte, was ich mein Motorrad nennen möchte. Ich bin mal ganz innovativ und bleib hinter der Wand stehen. Was? Lass mal den Panzerzerstörer ran, der kann bestimmt mehr machen. Oh, ja, da bin ich schon mal kaputt. Lass mal die Großen ran! Oh, direkt vor uns. Hallo! Könnte die Kanone jetzt mal bitte wieder funktionieren? Hallo? Vor mir ist ein Panzer. Bitte? Irgendjemand? Ah. Ja, zumindest ist mein Kanonier nicht mehr tot, aber meine Motor funktioniert immer noch nicht. Du kannst mich ja rausziehen, wenn du wolltest. Was? Ach, rausziehen? Okay, kann ich machen. Wenn der hier nicht gerade stören würde. Ja. Ja, benutzt. Der blockiert dich aber gleich. Ja, der benutzt mich als Deckung, der Arsch. Ja, Entschuldigung, ich kann nicht, ich werde reingedrückt. Wir können dich hier nicht rausziehen. Ich zieh dich einfach mal in die andere Richtung. Häng dich an. Nee, jetzt ist mein Motor wieder ganz. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Ach, dieser scheiß Brite hier. Und Ami. Genau, wir sind auch nur hier, diese um ein bisschen... wir sind auch nur hier, um ein bisschen die Szenerie kaputt zu machen. Und die machen hier richtig Krieg. Das ist schlimm. Ja, die armen Leute, die hier leben, was die hier alles aufräumen müssen.
Oh, da steht einer. Rechts von mir. Ach. Nein, komm mal her. Ernsthaft, hinter mir. Na, wie hoch kann ich mich noch aufstellen? Na, schade. Ich dachte, ich hätte mich jetzt so 90 Grad an die Wand stellen können. Ich bin in 3 Stunden wieder da. Alter, wenn die Leute von der Genfer Konvention, die die Genfer Konvention geschrieben haben, das sehen würden. Würden sie schreiend wegrennen? Wahrscheinlich. So, da habe ich dem Panzer schon mal was ausgeteilt, was Unschönes. Hier kommt noch... Es steckt gerade Müll in meiner... Ah, Kacke. Es steckte gerade Müll im Sichtfeld meines Schützen, deswegen... Oh, du liebe Zeit. Das erinnert mich immer an Panzer Elite V2. Wie bei den... Wenn du siehst, wie der Schuss sich durch das Hirn vom Opfer durchbohrt. Also wenn man mehrere hat und die auf dem Bett verteilt liegen. Eigentlich nur eine davon, aber. Okay. Ich habe gerade. Ich habe gerade nachgeguckt, mit welcher Engine das Spiel gemacht wurde. Da ich mich also okay. Oh Gott! Was war das denn? Ich habe mein Lüftungstablet da, wo der Laptop drauf steht, nach hinten geschoben, das Gummi hat auf dem Holz gequietscht. Okay. Boah. Also es ist gemacht in der Dagor Engine. Okay. Dark War oder wie? D-A-G-O-R. Und okay. In der Dagor Engine wurden bisher gemacht vier Simulationsspiele und zwei Spectacle Fighter. Und der eine ist Blades of Time von Konami, den kenne ich nicht, und der andere ist X-Blades. X-Blades sagt mir was. Ja, also das spricht scheinbar nicht gerade für die Qualität der Engine. Also, ja, hast du die Simulation mal gespielt? Also, nee, sagen wir mal so, dann scheint sich die Engine nicht wirklich für Spectacle Fighter zu lohnen, zu eignen. Achso. Also, ist vollkommen okay. Die Simulation, also War Thunder und dann irgendwas noch mit Apache und Birds of Steel und solche Sachen, wurden mit der Engine gemacht. Und dafür scheint sich zu eignen, aber nicht wirklich für... kleines blondes Anime-Mädchen mit 2 Schwertern. Was soll denn der Blödsinn? Ich wollte mein Panzer die Forschung beschleunigen, ne? Ja. Beschleunigen, ja. Interner Zeichenserverfehler. Oh, okay. Ich darf das nicht beschleunigen. Verdammt. Es dauert nämlich gerade ewig. Ich finde gerade lustig, was die Kamerafahrten hier sind. Ich kann ja mal ganz kurz das Spiel neu starten. Okay. Vielleicht liegt es ja daran. Keine Ahnung. Wie machst du das jetzt eigentlich mit dem Schnitt? Machst du es rundmäßig oder wieder so Zusammenschnitt? Na, ich mache einfach immer so ab und zu mal Kamera an. Ach so. Wie jetzt zum Beispiel die Diskussion habe ich mitgeschnitten. Ich empfehle dir immer noch eine externe Festplatte. Hm? Die Diskussion gerade habe ich mitgeschnitten zum Beispiel. Ah, okay. Ein tolles Feature an War Thunder ist übrigens, dass man seine eigene Camo machen kann. Und wie ihr hier seht, habe ich meinen Panzerwagen 3 in meiner äußerst innovativen Hackfleisch-Camo. Mit einem kleinen bisschen Rosmarin vorne dran. So werden mich die Leute niemals erkennen. Oder was sagst du dazu, Basti? Kannst du meine Tarnung überhaupt sehen? Nein, du bist einfach nur grau. Das heißt, die Camo kann nur ich sehen. Richtig, oder siehst du bei mir ein scheiße einfach Symbol oben drauf? Tatsächlich nicht. Das heißt, die Custom Camos haben überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ja doch, man müsste sie nur im Menü einstellen, dass man die von den anderen Spielern sehen möchte. Echt? Das war eine Idee. Okay, dann mache ich das mal kurz. Also die Wiki sagt, man kann die Skins nur selber sehen. Aber hey, immerhin. Dann bringt das nix. Ja. Aber für einen selbst sieht's dann wenigstens ein bisschen schöner aus.
Na gut, andererseits, es sind Local Files, also kann ich mir vorstellen, dass das eventuell ein bisschen messig wird. Naja, du kannst es ja hochladen. Ja. Aber dann sieht man wenigstens selbst ein bisschen swaggiger aus. Oder beziehungsweise halt. Muss ich mal hochladen. Es reicht ja, wenn der die speichert und dann hat er ja sowieso. Mhm. Und dann einfach von dort aus lädt. Na, wahrscheinlich wollen sie es einfach nur so machen, dass irgendjemand noch die Skins kauft. Weil, wenn du einen Custom Skin. Wenn jeder Custom Skins erstellen kann, dann bringt das Skin kaufen ja fast überhaupt nichts mehr. Wahrscheinlich wollten sie deswegen einfach nur ihre Verkäufe maximieren. Diese geldgierigen Russen. Ach übrigens, ja, Gaijin Entertainment ist ein russischer Entwickler. Okay. Und ich hab... Na gut, andererseits, wenn jemand in so einer Tarnung wie ich rumfahren würde, ich fall natürlich auch auf. Wie Sau. Bin ich mal gespannt im Video, wie du aussiehst. Es sieht sehr lustig aus, sagen wir so. Und über den Schützengraben. Ui. Jetzt hier kommt Sabine, der Hackfleischpanzer. Ah, rechts von uns ein Panzer. Links von uns auch. Sieht man ihn? Aber da rechts schießt er auf mich. Dann möge er die Kraft des Hackfleisches zu spüren bekommen. Oh Gott, dreht sich mein Turm langsam. Du hast links den Turm. Tja. Ein Wellentang MK11 hat mich platt gemacht. Und ich bin auch kaputt. Und jetzt sieht man, wie die Röntgenkugel durch meinen Hackfleischpanzer geht. Mein schöner Hackfleischpanzer. Gott. Tja, ein Glück bin ich so ein großer Naturfreund. Sonst würde sich ja niemand um die schönen Bäume hier kümmern. Stimmt, liegen sie da viel besser aus. Ja, naja, guck mal, wenn sie auf dem Boden liegen, dann können sie wesentlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie getroffen werden, wesentlich geringer. Deswegen. Nur ein wahrer Naturfreund fährt Bäume um. Liebe Kinder, das zu Hause nicht mit dem Auto nachmachen, weil dann seid ihr wahrscheinlich Matsch. Mindestens das Auto. Okay, ja, zumindest das Auto. Und, aber wenn ihr sowas nachmacht, bitte anschnallen. Wir wollen ja nicht, dass ihr irgendwas Unsicheres macht. Richtig, am Ende fliegt das Bier noch aus dem Auto. Ja. Genau, das Bier anschnallen, nicht euch selbst. Und nicht betrunken fahren. Das wäre auch noch wichtig. Jemand schießt auf mich. Ja, sind ja mehr als genug, die da gerade stehen. Der schießt mit seinem scheiß MG auf mich. Das war ein guter Treffer. Ja. Von dir oder von mir? Nee, ich habe gerade den Dicken da platt gemacht. Achso. Zweimal durchschlagen. Du liebe Zeit. Und bei mir wurde die Crew gehäckselt. Und das, obwohl sie noch nicht mal die Hackfleisch-Skin drauf hatten. Viel Spaß. Yo, in 6, 5, 4, 3, 11, 9, 7. Yeah. Die Russen zählen komisch. Ja. Na komm. Oh, da wurde ich schon von einem Flak abgeschossen. Na wunderbar. Das war ja ein kurzer Flug. Ja, die Artillerie ist heute ein bisschen trigger-happy. Ach, da drüben. Schon wieder Menschenskind. Oh. Was ist denn los mit euch, Leute? Was wollt ihr denn hier machen? Denkt ihr, das ist Krieg oder so? Dieser MK11, der ist ja echt unmöglich, ey. Ich hab den nicht mal gesehen. Geschweige gehört und ich war platt. Ja. Manchmal sieht man aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Deswegen sollte man die Bäume ja auch umfahren. Ich komme. Warum zielt immer, wenn ich abvisiere und ein Flugzeug über mir ist, dann zielt meine Panzerkanone automatisch auf das Flugzeug hoch. Ich verstehe das nicht. Bist du kaputt? Nein. Nee, bist du. Ich fahre gerade an einem Kaputten vorbei, an einem Kollegen. Ja, du warst plötzlich verschwunden, als ich über den Hügel kam, warst du weg. Mhm.
Sicher, dass es eine gute Idee ist, wo du da gerade hinfährst? Nein! Nee, war's nicht! Und wir sind ja in Tunesien, also ist eine Spaghetti-Tarnung äußerst angebracht. Weiß doch jeder, dass aus Tunesien die Spaghetti kommen. Ah, wie war Tunesien? Bella, Bene. Ich hab keine Ahnung, Bene ob das ist nicht Tiere. Na. Bella, Benny, genau. Wo ist Benny? Bella, Benny. Die kam wohl sogar auf den Rädern und jetzt ist da nicht Bello Ben? Der schöne Ben? Ja, richtig. Bello Ben, das klingt wie ein Hund. Nee, Benne ist doch gut. Und Bella ist ja dann das Mädchen. Und Bello ist dann der Junge, dachte ich. Ciao Bella heißt ja Tschüss Mädel oder so. Bambino. Ach ja, dann Bambino. Ja, Bella ist halt ist Spanisch für schön. Okay. Und Bello dann schöner. Was mache ich hier? Schon. Hilfe. Jetzt heißt ja auch im Italienischen der Dolce Vita. Die Dolce Vita. Nicht. Cola. Das Coole ist mir gerade aufgefallen, mein Panzer reflektiert sogar in der Farbe seiner Camo. Alles klar, ich wähle den MK1, der mich vorhin abgeknallt hat, fährt vor uns in unserer Gruppe. Oh Mann. Na los. Vielleicht hätte ich mir eine Tagliatelle lieber als Camo nehmen sollen, dann hätte ich jetzt singen können. Tagliatelle, Tagliatelle, lalalalala. Oder ich bin. Du bist hinter mir? Ja. Ups. Und ich fahre erstmal gegen die Wand. Da helfen mir meine Spaghetti gar nichts. War ich nicht. Klopf, klopf. Ich sehe leider nichts. Wie bei Top Gear mit dem Marauder. Och, und der Fighting haut ab. Hast du es gesehen? Ja, einfach so durch die Wand gefahren, der Feigling. Die Trümmerteile liegen auf mir drauf. Komm mit. Oh, da ist eine Tür. Na, schade. Genau durch die komme ich natürlich nicht durch. Ups, na gut, wir müssen andersrum fahren. Dann kommen wir hier durch. Nicht wirklich. Kommen wir einfach hier wieder. Jetzt bräuchte man einen Navi im Tank, der sagt dann, wenn möglich, bitte wenden. Durch das Haus rechts. Wir haben gestern Heinz-Erhardt-Filme geguckt. Oh, okay. Und dann lief da immer die Autofahrer, der Film hieß. Ah, es gibt immer die Autofahrer und immer diese Radfahrer waren noch die beiden Filme. Genau, beide Filme liefen gestern, so ein Heinz-Erhardt-Marathon auf ZDF-Kultur. Ah. Haben uns drei Filme miteinander angeguckt, im vierten, da waren wir zu spät, da waren wir schon müde. Ah. Oder kommt einer um die Ecke? Warte, ich mache hier gerade ein bisschen Derby mit den Autos. Alles schon drehen. Ha! Ich habe ihm den Motor. Aber da ist noch einer um die Ecke, glaube ich. Auf der Karte waren, glaube ich, zwei vermerkt. Na dann wird er gleich ein blaues. Warte, rot-weißes Wunder erleben. Ups, ein T50. Jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe aus der Hüfte geschossen, aber ein Panzer hat ja keine Hüfte. Ich habe ohne zu zielen geschossen. No Scope! Oh Gott. Ich will echt nicht sehen, wer unsere Spesenrechnung übernehmen muss. Wieso, war da was? Wir fahren hier permanent durch Häuser durch. Da ist einer. Und ich schieß daneben. Boah. Ich konnte nicht mehr bremsen. Die nehmen die hier auseinander, oder? Ja. Ja, das waren bisher auch. Ich bin auch so gut wie Schrott. Ich mach's nicht mehr lange. Das waren auch bisher alles Tier. Wollen wir nicht erstmal A einnehmen? Okay. Wo du gerade abhaust. Juhu, ich hab's erobert.
Oh nein, Artilleriefeuer. Ja, wir können jetzt weiter da lang fahren, wo du gerade hin wolltest. Nee, genau da ist ja das Artilleriefeuer. Hey, da ist noch ein 8-8 zum Umfahren. So, wunderbar. Siehst du? Rechts von uns ist, glaube ich, ein Panzer. Ja. Crusader. Valentine MK1. Crusader Mark 2, sorry. Der die ganze Zeit mit seinem Maschinengewehr auf mich geballert, ich weiß nicht warum. Ja, aber weg hinter uns ist noch was Schlimmeres. Oh oh. Noch schlimmer als ein Crusader mit Maschinengewehr. Na, ist der Valentine MK1, der uns mit einem Schuss platt macht. Ach ja, richtig. Immer diese Briten. Mir fällt gerade der Himmel auf den Kopf. Ah, links ist ein Valentine MK9. 11. Rückwärtsgang bei dir. Ich habe ihn zumindest getroffen. Genau durch mein Munitionslager durchgeschossen, der Typ. Ich habe ihn zerstört. Ich habe eine 5er Killstreak. Scheiße. Noch einer. Scheiße. Ja, das war der, den ich vorhin gesehen hatte. So. Jetzt stehe ich hier im Weg. Das Camo scheiße aus. Mit der Frau drauf. Oh, oh Gott. Der hat ja meine Crew komplett dezimiert. Also du kommst auch gleich... Mal, hier ist ein Panzer bei uns direkt. Ja, ich meine, es gibt ja auch andere reine Panzerspiele, aber ich weiß nicht, das hier hat so viele kleine Details, die es einfach besser machen. Ja. Das ist wie mit Steel Ocean. Ich habe jetzt mal World of Warships ausprobiert und ganz ernsthaft, das war nicht dasselbe. Steel Ocean spielt sich einfach wesentlich geiler. Du, World of Warships, denkst du dir einfach wirklich, okay, es ist jetzt wirklich, du spielst World of Warships, fühlt sich an einfach so, als ob du World of Tanks spielen würdest. Also es ist wirklich dasselbe Feeling drin. Aber Steel Ocean, da hast du wirklich dieses Gefühl, dass du auch wirklich auf einem Schiff bist. Also ich kann es nicht wirklich gut beschreiben, aber es sind so viele kleine Details, die dann dazu führen, dass es im Großen und Ganzen einfach besser ist. Aber ich verstehe schon, warum World of Tanks und World of Warships so beliebt sind. Die sind halt ein bisschen einsteigerfreundlicher. Was jetzt nicht heißen soll, dass sie schlecht sind, aber sie sind definitiv, also... Also ich persönlich mochte World of Tanks nicht so gerne, das lag aber mehr an der Community als an dem Spiel, glaube ich. Ja, die Community ist auch ganz schön toxisch. Aber die Sache ist, die Beliebtheit von World of Tanks, glaube ich, kann man darauf zurückführen, dass es halt wesentlich einsteigerfreundlicher ist. Und vor allen Dingen eins der ersten zu der Zeit war. Ja, und natürlich, dass es eins der ersten ist, ja. Ja, na gut, World of Tanks hat ja auch bewiesen, okay, man kann Spiele so aufziehen, nur Panzerkampf geht. Und dann haben sich jetzt welche gedacht, hey, machen wir das jetzt mal aber hyperrealistisch. Und dann, ja, deswegen gibt's halt War Thunder. Warum forscht er jetzt den Falschen weiter? Warum bist du aus meiner Gruppe raus? Hab ich gar nicht getan. Das Spiel handelt von sich selbst, Skynet kommt, wir werden... Judgment Day, Terminator is real. Okay. Alles okay? Mein Panzerkampfwagen 3 Ausführung F soll bald fertig sein. So, dann spiele ich mal meinen T-50 in der schönen Ocean Camo, die ich mir da geholt habe. Damit bin ich total unauffällig. Damit kann ich dann durchs Wasser fahren und niemand sieht mich. Gut. Jemand. Nächste Runde, oder? Bereit. Ich glaube, das ist so das Größte, was ich über War Thunder sagen kann, was wirklich besser ist. Es ist halt einfach, es ist immersiver. Die Bäume, die umknicken, das Terraforming, die Art und Weise, wie der Panzer auf das Gelände reagiert, ist alles ein bisschen... Die Art und Weise... Ich hab schlechte Bremsen. Ja, die Art und Weise, wie man immer fast in seine Teamkollegen reinfährt. Fast? Ich bin voll gerade reingeknallt. Ups. Ich meine, ich bin in einem Russenpanzer, deswegen darf ich das jetzt sagen, aber den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Der Schuss war gut. Bist du schon tot? Nein.
Fast. Hier kommt die Macht des Volkes. Kann ich noch fahren? Oh, ich brenne. Aus irgendeinem Grund hat meine Kanone nicht weit genug gereicht. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, nicht, dass ich wieder von der Brücke falle. Haha! Ich hab einen Lauf. Aber das Einzige, was mich hier bisher stört, ist halt, dass ich als Anfänger von den Großen einfach mal platt gemacht werde. Ja. Aber das Tollste an den Russenpanzern, dadurch, dass sie so schnell sind, wenn du einen Panzerzerstörer hast, ist der richtig einfach zu knacken. Du fährst ihm einfach in die Seite rein und ballerst dann auf ihn rauf. So. Steht hier noch wer? Hier ist alles tot. Bist du? Ich bin zu nah am gegnerischen Spawn, ich werde mich mal lieber wieder verbissen. So, wir sind jetzt hier in Berlin. Das heißt... natürlich, dass wir nur eine einzige Sache wirklich machen können. Sightseeing-Tour! Basti, warum bist du noch nicht gespawnt? Das ist äußerst unprofessionell von dir. Ach, da bist du. Schießt denn auf mich? Die Idioten aus unserem Team. Ja, obwohl hätte auch ich sein können. So. Bist du das? Nein. Machen wir jetzt hier Demolition Derby, ja? Hier, kann ich auch. So, bin ich dem hinten reingefahren im Arsch. Da ist das Brandenburger Tor. Ey. Wer will durchfahren? Wir fahren noch beide hin, dachte ich. Okay. Sightseeing-Tour. Ja. Nee, ich meinte, wer will's einreisen? Ey, hören die mal auf uns zu schießen? Wir wollen hier eine Sightseeing-Tour machen. Boah, der ist abgeprallt. Mensch. So. Ab nach Ost-Berlin. Ich fliehe in den Osten. Ups. Soll ich dich rauskicken? Du könntest mich einfach umdrehen, wenn es geht. Dann schieße ich auf... ah, nee, jetzt geht's wieder. Mein Fahrer war bewusstlos. Ups. So, wo wollen wir hin? Wollen wir zum Reichstag? Wir verteidigen das Brandenburger Tor. Achso, okay. Ich dachte Sightseeing-Tour. Ja, na gut. Fahren wir weiter zum Reichstag. Obwohl, den sehen wir ja schon von hier aus. Ey, hörst du mal auf mich zu schießen? Ruhe da hinten auf billigen Plätzen. Okay, ja, den Reichstag haben wir schon gesehen. Gehen wir mal, ich gehe mal weiter zur Oper. Hier ist echt nicht viel Deckung, muss ich sagen. Mein Panzer ist nicht mit der Beste, also. Ja, ich muss hier aber gerade Feindfeuer ausweichen. Oh, eine Brücke. Meine natürlichen Feinde. Weil ich scheinbar dauernd von denen runterfalle. Schlimm ist ja, ich sehe hier zwar allmögliche Feinde, aber wieder keiner im Blickfeld. Oh, Idioten, ey. Kennt mal wieder einer nicht die Verkehrsregeln, ne? Was passiert, wenn man Gegner eigene abschießt? Dann sagt einer, ey, du hast jemanden eigenen abgeschossen. Sofern ich weiß. Aber nicht wirklich Schlimmes. Treffer. Oh. Da kommt ja ein Feind. Ein Crusader MK2, ach schön für mich. So. Oh, guck mal, weißt du, was da ist, wo früher die Oper stand? Na? Ein richtig großer Krater.
Mensch, das ist aber eine schöne Oper. Die ist perfekt für Panzer. Kann man direkt drauf fahren. Tja, all die Menschen aus Berlin, die das sehen werden, die werden mich jetzt bestimmt richtig hassen. Ach was. Wer kann schon Berlin leiden? Genau. Wer kennt schon Leute aus Berlin? Aus Berlin oder welche, die dort leben? Okay, welche, die dort leben. Sagen wir es mal so. Der hat die Bomben so abgeworfen, dass sie ja Berlin geblieben sind. Ja, Blindgänger gibt's auch, aber auf die darfst du bloß nicht drauf fahren. Ach nein, die sind doch noch alle hochgegangen, wie langweilig. Ja. Tja, meine Sightseeing-Tour wurde gerade etwas abrupt und gewalttätig geendet. Beendet. Aber hey, ein Vorteil ist, im Gegensatz zum letzten Blödsinn mit Basti, habe ich mich heute noch nicht mit Till Lindemann angelegt. Vielleicht wird es. Nein, dafür im Großen. Ja. Ich frag dich mal, vor wem du mehr Angst hast. Oh. Also, und ich habe mich mit den Leuten aus Berlin angelegt. Aber da habe ich mehr Angst vor Till Lindemann als vor den Leuten aus Berlin. Boah, es kann nicht angehen, dass die alle mit ihren dicken, fetten Panzern hinten einfach nur stehen und alles abknallen. Ja, das Problem ist, hier ist wirklich nichts an Deckung. Der ist sogar abgeprallt und dennoch in meine Fahrerkabine gewechselt. Ja, ich kenne ihn halt überhaupt nicht zu. Außer rumstehen und warten, bis ich abgeschossen werde. Tja. Komm. Und hoch. Und runter. Und hoch. Nee, doch nicht. Da geht's hoch. Ha, denkt ihr etwa, Panzersperren halten mich auf? Ja, das tun sie. So, jetzt bin ich erstmal wieder kaputt, juhu. Mir ist gerade eine Bombe direkt hinter mich gefallen. Ah, scheiße, sie ist doch explodiert. Ja, ist mir schade, dass sie hier einfach liegen bleiben, wenn sie nicht hoch genug abgeworfen werden. Ja, oh Mann, ey. Na, die Sache ist, das Ding ist genau auf mich drauf gefallen. In dem Moment habe ich die Kamera eingeschaltet und dann ist das direkt hinter mir liegen geblieben. Okay, bei mir, ich habe jetzt auch eine Zeit bis Rückkehr der Mannschaft. Aber das ist eine Minute. Na, das hast du, wenn du bei einem Panzer mehrere... wenn du den Ersatzpanzer erforscht hast. Das ist im Erforschungsbaum. Kannst du Ersatzpanzer erforschen, dann kannst du diesen Panzer zweimal nutzen. Ich fahre in meinen Tod. Vielleicht aber auch nicht. Das war kein Treffer. Kann ich die Panzer echt nicht wieder rauswerfen? Hey, ich hab's überlebt. Was für ein Wunder. So, dann fliegen wir mal. Oh, der hat mir eine Tragfläche abgeschossen. Hilfe, Hilfe, Mayday. Oder was sagt man im Deutschen? Absturz? Ja, ich bin kaputt. Oh, und mein Panzer wurde auch abgeschossen. Das ist ja ein komplett zufriedenstellender Arbeitstag im Militär. Aha, aha. Gut, na dann wieder ab zum Hangar. Berliner. Ich werde bestiegen. Ah, ist ja ekelhaft. Das ist ja... Ah. Das kriegst du davon, wenn du versuchst, in mich hinten reinzuschieben. Dann wirst du vom Pizzapanzer überfahren. Warte mal, ich komm noch von hinten. Jetzt schießt einer auf mich.
Sandwich. Der in der Mitte hat Geburtstag. Warte mal ganz kurz. Ich kann nicht schießen auf ihn. Mach mal lieber nicht, nicht, dass er noch böse wird. Oh, warte, warte, ich komm gleich. Oh, perfekt. Ach, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind so unreif. Da war das ein Dreier unreif. Hast du schon mal ein Kind gehabt, gesehen, der einen Dreier hatte? Das stimmt. Gottes Willen dreht sich dieser. Wenn du jetzt ja gesagt hättest, hätte ich dich sofort angezeigt. Alter, der greift mich gerade an, einfach so ohne Grund. Ich wollte doch nur ein bisschen Spaß haben mit ihm. So voll bescheuert, der Typ. Immer diese Typen in ihren Crusadern, die nehmen immer alles so ernst. Ich meine, ich bin ein Panzer, der aussieht wie eine Pizza. Wie kann man diesen... Sieht Panzer er doch nicht. Na und? Du musst doch... Ich muss mich doch irgendwie verteidigen. Ja, mit deiner Kanone. Aber ich darf doch nicht auf Verbündete schießen. Also, im Arcade-Modus darf man das zumindest nicht. Steht er natürlich schön da mit der breiten Seite zur Front. Warte, den benutze ich. Ja, ich schieße auch. Ich benutze den jetzt als Schutzschild. Und destroyed. Gleich auf den Kumpel dahinter. Genau. Geh mal auf den Weg, Mann. Ich versau gerade wahrscheinlich irgendjemanden total das Gameplay, aber das ist mir. Schnuppe! Kann ich nicht mehr schießen? Verzeihung, ich bin schlecht im Einparken. So, perfekt. Du bist kaputt, wa? Ja, meine Kanone vorne war Schrott, ich konnte nichts mehr machen. Dann musst du reparieren. Konnte ich nicht. Nicht? Ach so, dann war nur dein Schütze wahrscheinlich wieder hinüber. Dann musst du warten, bis der ersetzt wird. Ups, oder? Naja. Ich bin gestorben in der Zeit. Ah. Ja, das ist ich komme einfach wieder dahin. Ta-ta-ta, da bin ich kaputt. Und Mortal Kombat Fatality. Ich kann trotzdem über Humor stehen. Das hier ist kein lustiges Spiel. Das hier ist der echte Krieg. Hörst du mal auf, mich zu besteigen, bitte? Hab dich lieb. Na gut, dann los. Ah, ja, schön. Komm auf mich. Ach, ja. Du steckst mir wirklich gerade deine Kanone hinten rein. Ups, bin ich froh, dass du keine längere Kanone hast. Wir gehen mal lieber. Ja. Wir sind nicht mehr alleine. Oh, Mann. Weil jetzt, ich finde immer lustig, ich glaube, das war mal ein Review, das ich auf Steam geschrieben habe. Und da hat mal jemand gesagt, ja, du bist nicht objektiv genug. Denke ich mir, ja, Verzeihung, dass ich Emotionen habe. Leute mit Emotionen können leider nicht objektiv sein. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wie wär's denn, wenn ich jetzt ein 100% objektives Review dieses Spiels mache? Einfach on the fly. Eine 100% objektive Review. Dieses Spiel heißt War Thunder. Dieses Spiel enthält Panzer. Und es hat Grafik. Und Sound. Die Grafik seht ihr mit euren Augen. Den Sound hört ihr mit euren Ohren. Es ist ebenfalls möglich, durch Wasser zu fahren. Wenn man über den Boden fährt, verformt sich der Boden durch Terraforming. Manche Leute könnten sagen, das Spiel ist realistisch. Andere vielleicht aber auch nicht. Es gibt zwei Spielmodi. Entweder Arcade oder realistisch. Und je nachdem, welches man bevorzugt, spielt man entweder Arcade und realistisch. Na, stellen wir uns wieder rein. Yep. Man kann ebenfalls durch Wände farmen. Ja, ich fahre nur das Tor durch. Aber nur, wenn man durch Wände farmen möchte.
Man kann ebenfalls seine Truppen aufleveln. Aber ob ihr das sinnvoll findet, ist bei euch selbst. Also wenn ihr Truppen aufleveln sinnvoll findet, dann findet ihr Truppen aufleveln sinnvoll. Wenn ihr Truppen aufleveln nicht sinnvoll findet, findet ihr Truppen aufleveln nicht sinnvoll. Habe ich bisher irgendwas Subjektives über das Spiel gesagt? Nein, aber auch nichts Informatives. Ja, das ist das Problem. Uah. Naja, man kann auch objektiv argumentieren, wenn man subjektiv... Ach. Juhu. Kannst du mir helfen? Autsch. Mein Schütze ist gerade schnell genug. Mein Schütze ist gerade im Eimer. Da bin ich auch im Eimer. Warum hat unser Kumpel, der hinter ihm stand, nicht geholfen? Keine Ahnung. Der Hackfleischpanzer ist auf dem Vormarsch. Der Vorfahrt. Ich fahr genau in deiner Spur, jetzt nicht mehr. Links wäre ein Kampfpanzer. Keine Skill. Was, links? Ups! Uiuiui! Aber der... Ah, hier! Ein Valentine MK1. Deswegen schieße ich erstmal daneben. Das war nur ein Warnschuss. Und das war ein Treffer. Jetzt muss ich mir erstmal mit näher rankommen, sonst sehe ich hier nichts. Na kommt. Gott, ist der Sand hier tief. Ja. Ist ja wieder Schnee. Destroyed. Und weiter geht's im Text. Rechts war noch einer und einer war noch ein Stück weiter gefahren. Also mal gucken. Ja, den einen rechts habe ich gerade ausgeschaltet. Achso, ja, sehe die Rauchwolke. Jetzt bin vor ich wieder Naturfreund. So. Irgendwas steht da vorne noch. Ja, ein Crusader Mark III. Ups. Und ein Valentine MK1, der mir gerade in die Seite geschossen hat. Und mich zerstört hat. Und da fliegt die Kugel. Durch meinen Pappmaché-Panzer. Nicht gar nicht lustig. Das ist nicht lustig! Ich sehe hier nämlich nichts. Dann mache ich das selber auch mal. Mal gucken, was passiert. Ah, da ist er. Durch die Zelte durch. Hier darf keiner schlafen. Ja, jetzt mach doch mal. Aber die das hängen bleiben und hoch und runter schwanken. Das ist so realistisch, das ist scheiße. Das müssen wir mal bei Simulator spielen, als Kritik. Ah, dieses Simulatorspiel ist mir zu realistisch. Das ist ja schon gar kein Spiel mehr, das ist ja schon echt. Ja. Ich meine, sowas wie Flugsimulatoren verstehe ich noch, aber sobald man dann versucht, Arbeit zu simulieren, denke ich mir, willst du nicht mit den Spielen von der Arbeit wegkommen? Na gut, wenn jetzt ein Busfahrer einen Bussimulator fährt, ist das merkwürdig. Ja. Oder so wie mein Cousin, der ist Fernfahrer und spielt Euro Truck Simulator. Der Euro Truck Simulator ist mal cool. Ja, aber er ist doch schon Fernfahrer. Finde ich das etwas fehl am Platz. Du? Ja, ich finde mich äußerst fehl am Platz. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Achso, ich bin auf dem Weg zu B. Dann dreh ich mal ein. Und hier sind lauter Flugzeuge und die machen Puff Puff. Ja. Und da ist ein T-50 und der macht gleich Aua. Wenn ich über da hab ich was getroffen. Schon wieder. Ich will da in den Stein kommen, dass man nicht mehr sehen kann. Alter Schwede.
Tja, sieht wohl so aus, als ob ich ein kleines bisschen kaputt bin. Oh, da hat einer eine Stalinorgel. Wie schön. Der ist ja kaputt. Na dann zurück zum Hangar. Jetzt bin ich ganz kaputt. Yay. Der Panzer hatte Augen. Ich greife nicht an, was er Augen hat. Da war so ein komischer, richtig schöne flache Front, wo die Kanone rausragte. Und dann von links und rechts von der Kanone Augen. Sehr schick. Na, vor allen Dingen die Flakpanzer, wenn die dann vorne jeweils zwei Kanonenrohre haben, da sieht das auch immer aus wie so ein Gesicht. Das sind die neue Bezeichnung. PMA, Panzer mit Augen. Irgendwann mit PMS. Ja, aber das hat. Panzer mit Schlitzen. Die asiatische Variante. Oh, oh Gott. Böser Basti, du darfst nicht bei den Japanern mitspielen. Ich mag die Japaner. Ja, das ist das Einzige, was ich schade finde. Ich frage mich, wie viele... Was für... Scheiße, das, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Ich wollte sagen, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die Japaner hier keine Panzer haben. Ich mag die Japaner, ja, das ist das Einzige, was ich schade finde. Ich mag die Japaner, ja, das finde ich schade. Mal sehen, wie sich auf der PS4 spielen lässt. So. Ja, also, du bist ja der Einzige von uns beiden, der das rausfinden kann. Also, die Flugspielen des Dinger fand ich nicht so toll. Ich weiß, dass die Steuerung scheiße war auf dem PC, auf der Konsole. Okay. Weil das ging wirklich so, zieht nach rechts und plötzlich war der Turm fast rumgedreht schon. Okay. Genau, so bei Steuerung, das war einfach viel zu empfindlich. Ah, okay. Das müssen... Upsala. Hab ich geschossen? Ja. Ich hab einfach nur direkt auf dem Touchscreen weggemacht. Also das ist auch kein Spiel für Touchscreen-User. Damit haben wir das auch rausgefunden, ne? Ja, wunderbar. Ja, wir geben... Für den Konsumenten, ne? Wir geben die wichtigen Informationen. Ich kann hier mal gucken. Nein, es bringt nicht viel. Also du kannst mit dem Touchpad nicht sagen, wo er hinziehen soll. Der Nemus ist ein Arschloch. Deswegen musst du dich nicht wegstellen. Ich wollte ihm in den Weg driften. Hast du die DDR-Flagge gekauft? Nein, ich hab die einfach gekriegt. So. Einfach was? Ich hab die einfach gekriegt, ich hab überhaupt nichts dafür gemacht. Okay. So, siehst du, ich kann auch ein Arschloch sein. Raudis. Wo schießt der eigentlich die ganze Zeit hin? Hier ist doch gar nichts. Ich hab auf den geschossen. Nein, er schießt auch die ganze Zeit schon. Keine Ahnung. Vielleicht hat er Halluzinationen. Du kannst ihn langsam wieder in Ruhe lassen, er hat mich nur einmal gerammt. So. Na gut, dann lass ich ihn halt in Ruhe. Wo bist du eigentlich? Ich bin ganz hinter dir. Ach so. Sonst könnte ich doch nicht sehen, dass du ihn die ganze Zeit ärgerst. Upsala, das war knapp. Da ist ein Haus. Danke, sehe ich. Ist das deren Ernst? Ich war nicht schnell genug. Weil du mich vorher anrempeln musstest. Bist du jetzt tot? Ja. Oh, na gut. Meine Besatzung ist gestorben, weil ich einen Zaunpfeil getroffen habe. Was? Was? Dafür kann ich kein Blockhaus umformen. Das war wohl der wortwörtliche Wink mit dem Zaunfall. Ja. Beziehungsweise tot mit dem Zaunfall. Panzerbesatzung durch Zaunfall gestorben. Tatsache. Todesursache.
finnische Blockhäuser sind einfach viel zu viel für meinen Panzer. Todesursache. Zaunfall. Bam, bam, Das fand ich ja lustig bei, wenn die Beans immer Stadt, Land, Fluss spielen. Denken sich immer irgendwelche bescheuerten Begriffe aus, zu denen sie dann halt das entsprechende finden müssen. Ich fahr mal einen Berg runter. Bong, bong, bong. Vorsicht nicht, dass du stirbst, wenn du über einen Stein fährst. Ich hab den Traktor kaputt gemacht. Der arme Traktor. Was werden das für Geräusche hier? Traktor? Na ja, so. Stell dir mal vor, irgend so ein kleines Kind hört sich jetzt, hört sich dieses Video an und dann kommt die Mutter in den Raum und hört solche Geräusche. Die wird doch gleich denken, der hat hier irgendwelche komischen, verrückten Alien-Signale sich angehört. Oder sowas. Ich habe gerade einen Panzer sehr gut getroffen. Was hast du getroffen? Einen gegnerischen Sherman, sehr gut. Ja. Gott, ist das ein Schrottding. Der DDR-Spaghetti-Panzer kommt. Alles! Ich habe aus ewiger Entfernung gerade einen Sherman geschrottet, indem ich ein erster Sack komplett zerballert habe. Und ich dann von der Seite einfach zwei Kugeln reingerammt habe, bis die Crew tot war. Oh Mann. Ich komme rüber zu dir, ne? Jo. Aber komischerweise, ich war mal in einer DDR-Themenkantine, also die war nur so total auf Ostalgie gemacht. Und da gab's keine Spaghetti. Hinter uns ist ein Panzer, glaube ich. Ja, fall auf dich zu und hab da hinten was gesehen. Ich habe gerade mehr Probleme mit dem Flugzeug hier. Und das war eine DDR-Themenkantine, also alles komplett Ostalgie, aber da gab's keine Spaghetti, nur Spirelli-Nudeln. Das fand ich komisch. Also hinten bei dem Blockhaus da irgendwie. Okay, ich geh mal gucken. Das heißt, ich müsste mir jetzt rein theoretisch eine Spirelli-Tarnung machen, ja? Statt einer Spaghetti-Tarnung. Spirelli ist das DDR? Na scheinbar, in dieser DDR-Kantine gab's nur Spirelli. Okay, der scheint schon geschnappt worden zu sein. Aua. Boah. Nee, der fährt da noch total lustig und freudig herum. Das. Während ich in meinem Panzer sitze und warte, bis er repariert ist. Der hat mir gerade richtig die Kette zerballert. Die versuchen mich gerade abzuschießen und ich komme ja nicht weg. Da steht ein Valentine MK1 irgendwo auf dem Berg. Ja, der schießt auf mich. Hat auf mich geschossen. Richtiger Lärm erstmal. Ja. Mein Panzer dreht sich zur Seite, fliegt fast hin. Oh Mann. Du machst ja Stunts. Mit Action habe ich noch nie gesehen. Und ich muss gerade vor einem Valentine und einem Crusader davonfahren. Wir haben das Gefühl, dass unsere Basis eingenommen wird. Unser Spawn. Oh, wir brennen. Na, da gehe ich in Flammen auf. Von dem Crusader Mark III. Oh, und da kommt er wieder. Der Mortal Kombat Fatality. Ja, gegen Crusader Mark III komme ich natürlich auch nicht an. Ja, der ist irgendwie ganz schön gut. Aber hey, ich habe immerhin 2 Kills. Mensch, das ist doch schön. Oh, hier steht einer am Spawn. Bin aber auch schon wieder Schrott. Und ja. Ja, muss am Spawn sind nicht nur 2 Einpanzer, da waren 3. Ja, einer hat sich platt gemacht, einer ein Kumpel und das andere ist ein Crusader Mark III. Na, insgesamt stehen jetzt hier 4, 5 Panzer am Spawn. Das wird eine kurze Runde. Boah, sind das feige Leute doch. Boah, du liebe Zeit. Ja, ich werde gerade von einem Cromwell-Panzer zerballert. Tja. So viel dazu. Komplett durchschlagen. Du bist auch schon fertig? Jupp. Na dann,
würde ich mal sagen, zurück zum Hangar. Tja, das lief ja jetzt nicht gut für eine letzte Runde. Für mich schon, nur fürs Team nicht. Ja. Okay. Ich habe gerade Modifications erhalten für Panzer 3E. Panzergranate 40, gerne doch. So. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir das Maximum des Machbaren erreicht haben. Ja. War Thunder. Mit Basti. Anwesend. Ja. Dann sag nochmal Tschüss zu all den lieben Leuten, die zugeguckt haben. Tschüss. Gut, und dann sage ich auch Winke, Winke und vielen Dank fürs Zuschauen.